Am Donnerstag wird es vor allem darum gehen, defensiv so kompakt zu stehen, dass wir keinen Gegentreffer kassieren, sagte Hasenhüttl, der Aufgabe aber optimistisch angeht, Neapel aus dem Wettbewerb zu werfen, hat uns Selbstvertrauen gegeben. Und ich bin überzeugt, dass wir auch gegen Zenit bestehen können. Der unbedingte Siegeswille früherer Tage scheint dennoch endgültig einer neuen Strategie der Vernunft gewichen zu sein. Man müsse ein gutes Ergebnis erzielen, so der Coach, um auswärts den Einzug in nächste Runde klar zu machen. Kampel fällt aus, das verspricht für Donnerstag nicht unbedingt ein rauschendes Fest, vielleicht auch weil viel Respekt vor dem Gegner da ist. Das ist ein sehr großer Verein aus Russland, eine sehr gute Mannschaft. Die spielen seit Jahren international, sagte RB-Torhüter Peter Gulexi. Gegen den viermaligen russischen Meister kann Hasenhüttl einigermaßen aus dem Vollen schöpfen und nahezu selbe Elf aufbieten. Am Samstag gegen Borussia Dortmund ein 1:1 erkämpfte. Lediglich Mittelfeldspieler Kevin Kampel fällt wegen muskulärer Probleme aus. Werner träumt von der Premier League, trotz Topflaute dürfte auch Timo Werner wieder erste Wahl sein, obwohl der Nationalspieler erstmals verriet, dass englische Premier League für ihn ein Traum sei. Vor allem Manchester United und der FC Liverpool hätten es ihm angetan. Werner sagte dem englischen Magazin Four for Two, das sind zwei, von denen ich ein kleiner Fan war, weil sie so viel Geschichte haben. Zuletzt lief es für erfolgsverwöhnten Sachsen nicht mehr rund. Seit 4 Pflichtspielen ist Hasenhüttl 11 ohne Sieg und in der Bundesliga aus den Champions League Plätzen gerutscht. Vielleicht liegt es auch an der kleinen Formdelle, dass nicht mehr so viele Fans ins Stadion pilgern. Obwohl Tickets für Donnerstag so günstig wie bei keinem anderen internationalen Heimspiel angeboten wurden, 15 bis 55 Euro, werden wohl kaum mehr als 25.000 Zuschauer kommen. Schon gegen den ersten FC Köln 1:2 waren es nur 31.793 Besucher. Ticketverkauf läuft schleppend, die Fans schlagen in den Foren Alarm. Die Anstoßzeit ist schwierig, das wissen wir, aber es kann doch nicht sein, dass gerade mal ein Viertel der Tickets bisher verkauft wurden, hieß es in einem Beitrag des Fanclubs Südkurve Leipzig, vorwärts Rasenball, so können wir uns irgendwo unterhalb von Wolfsburg einordnen. Es ist echt peinlich, St. Petersburg in der Liga derzeit Vierter und gerade aus der Winterpause zurück, zeigte ebenfalls Respekt vor Leipzig. Es ist eine junge Mannschaft mit großem Potenzial. Sie spielt gut und druckvoll nach vorne, ist sehr laufstark und aggressiv, sagte der frühere Bayern-Profi Anatoli Timoschuk, Co-Trainer bei Zenit, bei Sport 1. Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen: Leipzig, Gulexi, Leimer, Orban, Upamecano, Klostermann, Kampel, Demme, Keiter, Sabitzer, Forsberg, Werner, Augustin. Trainer: Hasenhüttl. ST Petersburg, Lünev, Smolnikov, Ivanovic, Mamana, Krishito, Kusinajew, Erochin, Predis, Ostojev, Kokorin, Rigoni, Trainer, Mancini. Schiedsrichter: Ovidiu Heitka, Rumänien.